Ja, wir wollen eine Torkanade der Woche ehren. Einer der Youngsters des Hünfelder SV, Timon Falkenhahn. Du hast dich beworben durch 4 Tore in Ulstertal. Mir wurde gesagt, wer in Ulstertal 6-0 gewinnt, der ist automatisch ein Meisterschaftsfavorit. Wie war dort oben das Spiel? Also war von uns ein überragendes Spiel. Wir haben das richtig gut gemacht, hat von vorne bis hinten alles geklappt und dann vorne auch die Tore gemacht. Und dann, wenn es läuft, dann läuft. Ja, mittlerweile habt ihr 4 Spiele hinter euch, jetzt 3 Siege in Folge. Zuletzt gegen Hof Bibor 2-1 gewonnen. Da hattest du zweimal die Füße bei den Vorlagen mit dem Spiel. Ja, persönlich läuft es gut, aber mit der Mannschaft auch. Läuft im Moment super, wenn wir jetzt noch, wir haben jetzt die erfahrenen Leute dazu bekommen. Letztes Jahr waren wir ein bisschen jung und jetzt ein paar erfahrene Leute da hinten drin, mit dem Johnny und dem Joe, da läuft das und man merkt halt auch, dass wir so Spiele wie heute einfach gewinnen, die hätten wir letztes Jahr nicht gewonnen. Gut, für dich persönlich, du willst dich natürlich anbieten für oben. Das wurde vor der Saison auch so kommuniziert von den Trainern, dass du dich für die Verbandsliga sicherlich bewerben sollst. Das steht wahrscheinlich ganz oben auf der Agenda. Ja, natürlich. Und ich spiele dann jedes Spiel hier so gut wie ich kann. Und wenn ich Tore schieße, dann empfehle ich mich für oben. Und ich gebe immer das Beste, damit es klappt. Mit der Mannschaft, was meinst du, was möglich ist dieses Jahr? Letztendlich gegen Abstieg, ich glaube, da kann dieses Jahr keine Rede von sein. Ja, wir schauen jetzt mal, wir sind früh in der Saison. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann schauen wir mal, was noch geht. Da wünsche ich natürlich dafür ganz viel Erfolg, für die persönlichen Ziele, für die Ziele der Mannschaft. Und wie immer ein Aufruf an euch, wenn ihr Torkanade der Woche einen Kandidaten habt, dann schickt uns eine E-Mail an info@torkanade.de bis Montagvormittag und dann gucken wir, was wir machen tun. Vielen Dank.